In diesem Video zeige ich euch, wie man den Flächeninhalt und Umfang einer Raute berechnet. Wir haben hier folgende Angaben: die Seitenlänge A, 9,6 Meter, die Diagonale E, die vom Eckpunkt A nach C geht, 15 Meter und die Diagonale F, die vom Eckpunkt B nach D sich erstreckt, 12 Meter. Kommen wir zuerst zum Flächeninhalt. Wie wir das von dem Rechteck schon kennen, berechnen wir Flächen von zwei Seiten, wenn ich einen rechten Winkel habe, über den rechten Winkel. Das mache ich hier auch, E mal F. Aufgrund der Anordnung der Diagonalen sehe ich jetzt aber, dass ich zu jeder Fläche, die gelb vorkommt, auch eine äquivalente weiße Fläche habe. Das heißt, wenn ich den Flächeninhalt der Raute hier mit den Diagonalen F und E aufspanne und dann ein Rechteck daraus bilde, sind nur die Hälfte der Flächen gelb. Das muss ich berücksichtigen, indem ich als Flächeninhalt E mal F geteilt durch 2 nehme. Ich kann auch sagen, ich habe 4 Dreiecke und Dreiecksformeln haben immer halbe im Nennen. Rechnen wir nun die Raute mit den vorgegebenen Angaben aus. E ist 15 Meter, F 12 und wie gesagt geteilt durch 2. Dann erhalten wir folgenden Flächeninhalt, entweder im Kopf oder mit dem Taschenrechner berechnet, 90 Quadratmeter. Wie immer ein Antwortsatz: der Flächeninhalt der Raute beträgt 90 Quadratmeter. Als nächstes berechnen wir noch den Umfang, gehen wir zur Grundskizze zurück. Umfang heißt, ich gehe ringsherum und sammle alle Kleinbuchstaben ein. 1a, 2a, 3a, 4a. Daraus ergibt sich die Umfangformel von 4 mal a. Im nächsten Schritt ersetze ich wieder die Variable a durch die vorgegebene Längenangabe. Hier beträgt a 9,6 Meter. Ich berechne das Ganze und erhalte als Ergebnis 38,4 Meter. Zum Schluss noch ein Antwortsatz: der Umfang der Raute beträgt 38,4 Meter. Somit hätten wir beide Berechnungen erfolgreich abgeschlossen. Viel Spaß beim Nachrechnen und bis bald hier wieder auf diesem Kanal.